ist nicht groß, fliegt aber trotzdem große Flughäfen an. Die Tecnam P2012 Traveler wird gerade das neue Arbeitspferd bei Cape Air, dieser einen regionalen Fluggesellschaft mit Sitz in Massachusetts, die sich auf Kurzstrecken- und Feeder-Traffic spezialisiert hat. Bis zu 100 Flugzeuge will Cape Air in der Zukunft betreiben. Aber auch bei Fallschirmspringern, Medizinern oder Cargo-Operatoren ist das Flugzeug aufgrund seiner Robustheit beliebt. Dank der Flights im Studio AG können wir die Maschine bald auch im Microsoft Flight Simulator ausführen. Ich habe mir die Pre-Release-Version der Maschine für euch im Microsoft Flight Simulator einmal angeschaut. Die Flights im Studio AG scheint ein Faible für Tecnams zu haben. Nach der Veröffentlichung der kleinen P2006, die wir uns ja auch schon angesehen haben, kommt jetzt die große Schwester. Die Tecnam P2012 Traveler ist ein zweimotoriges Leichtflugzeug, das gemäß den Vorgaben von FAR Part 23 entwickelt wurde. Das heißt in Deutsch eigentlich nur so viel wie: Die Maschine muss dem Airliner-Betrieb standhalten. Ja, das heißt, sie muss in IFR-Conditions fliegen und muss in Icing-Conditions reinfliegen können. Der Erstflug der Tecnam fand am 21. Juli 2016 statt. Die Musterzulassung erfolgte dann Ende 2018. Cape Air nahm im Dezember 2019 dann den Linienbetrieb mit den ersten beiden Travelern auf. Und dann kamen immer weitere dazu. SilAir auf den Seychellen erhielt ebenfalls Maschinen. Pacific Air Charters in Samoa ist der erste Betreiber in seiner Region und hat im Juli 2023 die ersten Exemplare übernommen. Die Traveler ist also auf der ganzen Welt am Reisen. Und Alpenair in Augsburg ist die erste europäische Fluggesellschaft, die die P2012 für Rundflüge einsetzt. Letztere, genauer gesagt die Delta India Sierra Lima Alpha, wurde übrigens als Referenz für die Entwicklung der MSFS-Version genutzt. Wir bei Cruise Level hatten hier im August 2023 die Möglichkeit, bei Soundaufnahmen dabei zu sein und die Maschine so mal aus nächster Nähe am Boden und auch im Flug zu erleben. Die P2012 ist ein zweimotoriges Leichtflugzeug, angetrieben von zwei Lycoming-Motoren mit jeweils 375 PS. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 190 Knoten und einer Reichweite von fast 1000 nautischen Meilen eignet sich die Maschine damit perfekt für verschiedenste Einsätze im Flugsimulator, also zum Beispiel Pendelflüge, Lufttaxi-Einsätze, medizinische Evakuierung, Airlinerbetrieb oder ganz normale und einfache schöne Frachtflüge. Das Flugzeug selbst bietet Platz für bis zu 9 Passagiere in einer Pendlerkonfiguration, kann jedoch auch für Frachtflüge oder so medizinische Flüge umgerüstet werden. Was in der FSS-Version übrigens ganz einfach per Klick im virtuellen Tablet erfolgt. Die Avionik umfasst ein, naja, gut kennen wir ja, Garmin G1000 NXi Glass Cockpit. Hier hat die FSS die Working Title Version des G1000 genutzt und um eigene Funktionen wie zum Beispiel das Engine Panel erweitert. Apropos Engines. Modern ist die Maschine nämlich nicht nur bei der Avionik. Die Engines werden komplett von einem Electronic Engine Control System, kurz EECS, gesteuert. Das EECS ist ein elektronisches, Mikroprozessor gesteuertes System, das den Zündzeitpunkt, den Einspritzzeitpunkt und das Kraftstoffgemisch kontinuierlich überwacht und an die Betriebsbedingungen anpasst. Das EECS macht den Einsatz von Magneten, ja, und die manuelle Einstellung dieses, Kraftstoff-Luftgemisches überflüssig. Okay, das habe ich abgelesen. Daher, einfacher gesagt, also für euch als Piloten, habt ihr am Pedestal auch nur 2 Throttle und 2 Propellerhebel. Den Rest übernimmt das Flugzeug dann automatisch. Für den Flugbetrieb bedeutet dies Hebel auf den Tisch und Abfahrt. Nach dem Start oder dem Takeoff passt ihr die Propellerhebel dann für die entsprechende Flugphase an. Und erst im Anflug nehmt ihr in der Theorie dann wieder den Throttle in die Hand. Das Handbuch dazu mit Setup-Tipps gibt es dann übrigens auf der FSS-Webseite. Da so ein Computer natürlich auch getestet werden muss, gibt es vor jedem Start oder vor jedem Takeoff genauer gesagt den Pre-Flight-Check beim Run-Up. Hier setzt ihr die Parkbremse, setzt die Power auf 1800 RPM und drückt dann die PFC-Buttons. Und jetzt macht die Maschine diverse Engine-Checks im Hintergrund.
Und ihr wartet einfach, steht da an der Runway und sobald die PFC-Lights leuchten, seid ihr good to go. Und dann könnt ihr auch hören, was das EECS nämlich macht. Ihr setzt beim Takeoff die Power und hörbar regelt das EECS nach. Chapeau hier mal an die FSS, denn genau was ihr hier im Sim hört, habe ich auch so in der Realität erlebt. Das Fliegen ist dann natürlich Routine. Das G1000 ist ja im Sim mittlerweile ein fester Standard und je nach Power-Setting klettert und cruist die Maschine dann auch sehr performant. Okay, das EECS ist also umgesetzt, doch wie sieht es eigentlich mit der restlichen Systemtiefe aus? Und auch hier bekommt ihr ordentliche Arbeit von der FSS. Jeder Circuit Breaker ist simuliert und die Engines zeigen auch Verschleiß. Außerdem simuliert die FSS Technem auch das Enteisungssystem. Dank TKS Fluid könnt ihr somit auch in Icing Conditions durch die Gegend fliegen, was ja auch eine Anforderung war von Cape Air an Technem. TKS steht übrigens für Achtung, Tekalamet oder Tekalamet Killfrost Sheepbridge Stokes. Also benannt nach den drei Unternehmen, die das System entwickelt haben. Das System hat übrigens ein Zeitlimit. Über eine Flüssigkeit, die durch mikroskopisch kleine Löcher an den Leading Edges der Tragflächen und Propeller rausgelassen wird, könnt ihr dem gefährlichen Packeis entgegenwirken. Wenn ihr nachfüllen müsst, dann macht ihr das natürlich ganz einfach über die Electronic Flight Bag, die euch die FSS recht ins Cockpit gebaut hat. Denn links ist schon Platz für die virtuelle Checkliste, die neben Procedures und Checklists auch noch so wichtige Flugdaten zum Spickeln bereithält. Die EFB bietet übrigens noch viel, viel mehr. Ihr könnt hier zum Beispiel einen Cockpit-Zustand laden oder den Stand der Maschine für den nächsten Flug speichern lassen. Das passiert übrigens alle 10 Sekunden im Hintergrund, hat mir der Martin von der FSS erzählt. Und außerdem erfolgt auch noch die Beladung per Tablet, inklusive sichtbaren Passagieren oder Cargo. Nice! Und wenn ihr Navigraph habt, könnt ihr euch natürlich auch die Karten ganz normal hier darstellen lassen. Und was bei der FSS ja auch neu dabei ist, der Mission Hub ist auch integriert. Hier wird die FSS sicher in Zukunft noch Content liefern. Natürlich kommt die FSS Technem gleich mit verschiedensten Bemalungen in den Sim. Ob Fallschirmspringer absetzen, Rundflüge über die Alpen oder Airliner Hustle in Martha's Vineyard mit Cape Air, mit der FSS Technem P2012 Traveler bekommt ihr ein vielfältiges Flugzeug in den Microsoft Flight Simulator. Und der Preis? Ja, 33,50 Euro soll das Add-on kosten. Ich denke, damit bietet das Add-on eigentlich ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man an der Stelle schon mal sagen. Übrigens danke an Martin und die Flight Sim Studio AG, die uns diese Preview-Version der Maschine zur Verfügung gestellt haben. Als Fazit muss man sagen, Kleinflugzeuge liegen der FSS. Wirklich. Denn die P2012 ist ein toll simuliertes Flugzeug mit Systemtiefe auf Study-Level. Und dazu kommt eine fantastische Soundkulisse. Denn ja, so knattern diese Engines auch in echt. Und das EECS bei der Arbeit zu hören, das macht einfach Spaß. Die verschiedenen Bemalungen und Ausstattungsmöglichkeiten geben euch die Möglichkeit, im Sim in diversen Outfits sehr viel Spaß zu haben und das zu einem wirklich fairen Preis. Und übrigens, zum Release gibt es noch ein 30-minütiges Video zur realen Maschine, in dem ihr Pilot Moritz von Alpenair über die Schulter schauen könnt. Deswegen muss man an dieser Stelle sagen, gut gemacht, liebe FSS. Mein Name ist Julius. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und auf den Abo-Knopf zu drücken. Und wenn ihr mehr News oder Reviews zur Flugsimulation haben wollt, mehr gibt's natürlich immer auf cruiselevel.de. Vielen Dank und bye bye!